Hallo, meine liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gamer Nico, mit der 23. Folge von Batman Arkham Asylum. Besser gesagt, der Joker Arkham Asylum. Wir spielen jetzt mal kurz den Joker und ja, wollen mal gucken, wo es hinführt, ne? Mr. J, klassischer Fall von größenwahnsinnigem Märtyrertum. Kuckuck. Hallo, neuer Patient. Das ist Scarface, Sicherheitschef der Joker-Anstalt. Bei Fragen besuchen Sie uns auf www. Ich glaube, ich werde verrückt und ziehe mich wie eine Fledermaus an. Geht weiter. Bitte, du kannst uns gehen lassen. Wir werden nicht versuchen zu fliehen. Hilfe! Warum hilft mir keiner? Halte die Klappe! Batman, Batman, kannst du mich hören? Sie bringen uns nach Er sieht gar nicht so groß und furchteinflößend aus, oder, Mr. J? Hilf uns, bitte! Rette uns! Ich sehe mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Er sieht nicht sehr gut aus. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Hülle. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Oh, super! Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen! Mit einem Knall! Alles klar. Mittelstick aus, alles klar. Wir Aha. Alles klar. Auch vom Grabe auferstanden. Ja, press weiter deine Maus. Was machst du, kleine Fledermaus? Haut. Na, wo guckt der jetzt hin? Okay, ja, kommt Als ich her, das erste komm. Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich, wie viele von uns, dass er verrückt wäre. Als er seine Vision einer Anstalt erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, er wäre durchgeknallt. Alter. Als er mich festhielt und mir mit der Raffinklinge ein neues Lächeln aufs Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hatte. Während wir uns auf einer kleinen Insel in Gotham Bay befinden, machen wir für nichts Halt, um sicherzugehen, dass sich keine Spinner aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit, haben unseren Ruf als eine innovative Schlachterei bestätigt. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, ja, aber ihm scheint die Arbeit zu gefallen. Also, was soll's? Unsere neue Patientenstation wird von Waylon Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten geheilt hat, der ihn geschickt wurde. Und er brüstet sich damit, auf alle Stationen mir unter die Augen zu kommen. Was bist du, Batman? Ein Feigling? Nee, clever. Na komm. Zeig mir deinen eiskalten Blick.
Den ich so liebe an dir. Ja, und noch einmal. Ach, da muss ich mit dem bewegten Teil dann hin und her gehen. Alles klar. Versteck dich ruhig, Batman. Ich werde dich finden. Schon das Bat-Signal. Bat-Signal. Ja. Hast du Angst, rauszukommen und dich deinen Ängsten zu stellen, Batman? Ich weiß, dass du da bist. Ach, fuck. Fuck. Jetzt wirst du wahnsinnig. Für immer. Nö. Hoffentlich muss ich nicht von ganz von vorne beginnen. Ich seh dich, Batman! Oh, ha, 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 ha. Und am Ende der Furcht, das... Vergessen, kenne ich schon den Spruch, leg mal eine andere Platte auf. Hiermit grüße ich auch meinen lieben Nachbarn. Und ich hoffe, euch geht es gut, ne? Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Nee. Sag mir, welche Dämonen musst du noch besiegen? Mal sehen. Oh. Mann. Gefällt dir diese Extradosis, kleine Fledermaus? Nö. Diesmal hetze ich mich nicht. Ich werde jeden Moment deines Schreckens genießen, während ich dich langsam vernichte. Ja, pass mal auf, ich kann nicht die Zeit. Und zack, der nächste. Wehrst dich? Gut. Das schwächt nur deine Entschlossenheit. Ja.
Achtung, Licht. Was meinst du? Wie viel kannst du noch ertragen? Macht es dir Angst zu wissen, dass ich dich fast besiegt habe? Spür das Licht. Was? Wie machst du das? Du hast genug Gift geschluckt, um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben. Was bist du? Ich bin Batman. Wieso bekämpfst du es, Batman? Du bist genauso durchgeknallt wie wir alle. Du brauchst uns genauso, wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Alles klar. Das müssen wir wohl verhindern, wa? Und tschüss. Ja. Ach, da ist er. Ah, wollen wir mal ein paar bisschen wieder was knacken hier. Und tschüss. Mach auf da. Und Tumbrand. Würden Sie mir sagen, wie die in mein Büro kommen? Ganz einfach, ich habe sie da reingestellt. Wieso magst du keine Blumen? Ich glaube, die Bertha würde interessieren, dass sie ihre Zelle verlassen haben. Wenn du es wirklich erzählen wolltest, hättest du es schon getan. Woher wissen Sie, dass ich nicht schon getan habe? Weißt du, Süße, ich mag dich wirklich. Sogar deinen Namen. Stell ihn etwas offen und wir kriegen... Harley Quinn. Das ist ein Name, der mich zum Lächeln bringt. Er gibt mir das Gefühl, dass hier jemand ist, dem ich mich verbunden fühle. Jemand, der meine Geheimnisse hören möchte. Wirklich? Erzählen Sie weiter. Nicht hier, meine Liebe. Zu viele Augen, zu viele Ohren. Komm heute Nacht zurück. Da erwarte ich dich. Das Romantel mit Harley und Joker geht hier weiter. Ja. Es ist das nicht. Dann knacken wir hier mal das nächste. So. Und hoch da. Foto. Damit haben wir ein Riddler-Rätsel wieder gelöst. Okay. Ich muss mal kurz gucken. Ein Zylinder und ein Frack sind die einzige Kleidervorschrift für diese Party im Norden. Oh Mann, ey.
Okay, weiter. Ah ja, ich habe dich schon mal schneller öffnen sehen. Danke. Ach, hier war ich ja. So. Wo geht's hier überhaupt lang? Alles klar. Hätte mir die Tür auch sparen können. Naja. Dort oben, mal gucken. Zack, zack, zack. War ich hier oben schon? Nö. Joker, der einzige Retter von Gotham. Alles klar, ja klar. Wenn das wirklich so ist, dann Prostmahlzeit. So. Ist hier sonst noch was? Nö, toter Bachmann. Was ist denn hier? Licht. Warte mal, habe ich den doch schon gesucht? Ah ja. Gut, also können wir hier runter gehen. Hier war ich nämlich schon. Ah, jetzt einmal das. Gehst du mal? Danke. Jetzt einmal das Grüßen, würde ich sagen, ne? Nicht sauer sein? Warum? Er war es doch, der Crane rausgelassen hat. Was gibt's da unten? Killer Crocs Zelle, Mann. Du hast die Geschichten gehört. Man kann sie genauso gut seine Futterstelle nennen. Keiner geht rein und kommt heil wieder raus. Wieso fährt Scarecrow da nach unten? Wen juckt's? Ich hab die Tür hinter ihm verschlossen. Der kommt nicht mehr raus. Die Fledermaus! Oh, ja, wenn sonst. Ja, ich weiß. Aber hier sind meine Schläge. Und ein Tritt. So. Ja, liegen noch gut in der Zeit. Was das denn? Zack.
Dann wollen wir mal. Und auf damit. Oh, ich liebe es jetzt schon darunter. Mal gucken. Naja, hier war der kaputte Fahrstuhl. Der Kerl macht mich verrückt. Ja, mich auch. Was macht er überhaupt? Wieso lässt ihn der Boss überall rumlaufen? Ich vertraue ihm. Nur eine zusätzliche Ablenkung für die Fledermaus, was ich gut finde. Ah, hier, warte. Er meint, wenn die Fledermaus. Das müsste auch ein Rätsel sein. Und wir könnten hier vielleicht heil rauskommen. Sehr schön. Damit hätte ich das nächste Rätsel gelöst. Zack. Ich bin Batman. Es ist die Fledermaus. Ja, Bruce Lee. Bevor du abschießt, ja, blablabla, gehst du schon zu Boden. Und das nenne ich mal einen vollen Fauschler in die Fresse. Wo bin ich hier jetzt? Ah. Setz dich und halt's Maul. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash? Ich bin Ihnen auf der Spur, Sie sind und ich bin Ihnen auf der Spur. Aber wissen Sie was? Ihre Spur widert mich an. Nur weiter so, Doc. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich. Das mit dem Band tut mir leid, aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt drei Wachen einweisen lassen zu müssen? Schnallen Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten, auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen und ich werde sie töten. Und dann Cash und danach Seelen. In deinen Träumen. Und jetzt steh auf, sofort! Ja, in deinen Träumen, würde ich auch mal sagen. Ah. Zu spät! Ein Schritt näher und das kommt ins Wasser. Die Höhle wird sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen. Tu es nicht, Craig. Und tschüss. Ja. Ich glaube, wir gehen kurz nochmal zurück. Ja.
Weil da habe ich einiges, wie es aussieht, vergessen. Und dementsprechend würde ich dann auch sagen, wenn wir diese heutige Folge mit, wie immer, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Gamadico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts, rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.